Hi meine Lieben, Ash und ich fahren heute ein bisschen was einkaufen und zwar sind ihm seine Turnschuhe zu klein geworden und jetzt geht's einmal ins Schuhgeschäft. Ja. Du musst es einmal kurz hoch, ne? Weil oben gibt's da ja die Kinderschuhe. Ja, das kennen wir doch, ne? Ja. Hat Max doch auch geschenkt gekriegt. Ja. Ash hat hier noch was entdeckt. Ja. Wurde sogar runtergesetzt. 14,95, ne? Nehmen wir mit für Sportunterricht, oder? Ja. Und hier noch und eine jetzt passende, haben wir noch eine Hose. Passende Hose, genau. Und auch runtergesetzt. Hab ich schon mal deinen Schuh gefunden, glaube ich. Willst du mal gucken kommen? Wir haben jetzt die Schuhe hier am anprobiert. Die sind jetzt 33. Ja, das ist gut. Das ist gut, aber das ist zu groß. Oder? Mal zugemacht. Und sind die gut? Ja. Er hat sich nochmal so ein Skateboard hier angeguckt. Findet irgendwie ganz toll. Das ist gut. Ja, dann nehmen wir das mit, oder? Das heißt ja selber. So, jetzt haben wir alles eingepackt, Ashs coolen neuen Sachen. Und jetzt fahren wir mal ganz kurz zum dänischen Bettlager, weil ich nämlich nochmal eine zweite Liege haben möchte. Beziehungsweise die eine, die haben wir jetzt, diese ältere haben wir jetzt verschenkt an die Mama von Christi für den Garten. Und ich wollte ganz gerne noch eine zweite passende haben, die ich auch letztes Mal geholt habe. Und die waren sogar letzte Woche zumindest noch im Angebot. Ich muss mal kurz gucken, ob es diese Woche auch noch im Angebot gibt. Beim dänischen Bettlager haben wir jetzt die Liege abgeholt und jetzt geht's einmal zu Spielewagner, weil Ash nämlich ein paar Schulsachen braucht. Sieht auch cool aus hier. Eis zu selber machen. Früchte ausstechen und da einfach einfrieren. Wollen wir das mal mitnehmen? Ausprobieren? Ja. Das ist hier gerade bei den Pools, ne? Ja, ich gucke. Schwimmbecken hier, Planschbecken. So, und jetzt nehme ich hier noch so einen Nerf mit. Also kein Nerf, sondern eine Wasserpistole. Na, dann viel Spaß. Die Tauchermaske, ne? Doch nicht? Bei Chris im Garten hatte jemand das Teil mit, das fand ich richtig cool. Ich nehme das auch. Schon der richtigen Abteilung, nicht wahr? Ja. Bei den, ist das hier ein Radiergummi? Fühlt sich so komisch an. Man drückt hier drauf und Vulkan bricht aus. Leuchtet. Kann man das auf der Kamera sehen? Du machst hier alles irgendwie. Was? Übereinander. Was machst du da? Hier eine coole Federtasche, hier steht Try Me. Da leuchten die Autos hier vorne. Federtasche als Schuh. Ein paar Sachen ist eingekauft in den Einkaufskorb oder reingepackt. Buntstifte, Buntstifte, Bleistifte, Schere, Brotdose, zwei CDs. Wir mit Ash hier ein bisschen falschen. Die CDs müssen jetzt raus, weil er sich dann doch eine andere diese Box rausgesucht hat und die ist mir echt zu teuer. Wir sind jetzt von Wagners raus. Und haben hier natürlich so ein paar Sachen gekauft. Wir haben aber auch zwischendurch mal was getauscht. Also das haben wir jetzt geholt, wollte ich ausprobieren im Video. Da haben wir es umentschieden. Er hat jetzt eine kleinere Stiftebox, ne? Ist doch besser, oder? Ja. Ja. Die andere war irgendwie echt so teuer, irgendwie 35 Euro. Dann haben wir eine Schere jetzt hier. Dann hat er das hier für sich geholt. Ich habe ihm das geholt. Hausaufgabenhälfte schon mal fürs nächste Schuljahr. Einmal die Nerf, was sind das? Die Stifte und einmal die Brotdose. Was haben wir? Naja, nee, Blaster. Fürs Wasser, Wasserpistole. Ja. Und dann haben wir noch ein Holzlineal diesmal, weil die anderen immer alle kaputt gehen. Warum bloß? Ja. Die Plastik, ja. So, und jetzt geht's einmal für uns weiter. So, ihr Lieben, mittlerweile sind wir jetzt zu Hause. Ich hatte mich kurz nochmal umgezogen und Ash ist gerade zum Freund gegangen. Der hat sich nämlich ganz spontan verabredet. Die Liege haben wir jetzt aufgebaut. So sieht die aus. Die muss ich dann nur noch einmal behandeln, beziehungsweise einmal einölen mit meinem Pflegeöl. Ich würde sagen, das war es dann auch mit meinem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.